Das ist der Beweis. Storyboard funktioniert auch auf Schnee. Hallo zusammen. Ich komme endlich dazu, das schöne Storyboard zu reviewen. Und es ist wirklich nicht daran gelegen, dass ich keine... Keine Lust. Aber ich muss es ja machen. Du hast du Lust, oder was? Sondern es hat schlicht und einfach Zeit gefehlt. Das heisst, es gibt nicht, wie ich es geplant habe, einen 200-Kilometer-Test von diesem Board in einem Monat, sondern einen 350-Kilometer-Test in zwei Monaten. Und glaubt mir, ich habe das Board wirklich nicht geschont. Legen wir los. Was ist Storyboard? Storyboard ist ein elektrisches Longboard, das von einem starken Motor angetrieben wird. Der eine Motor langt zu mir mit 74 Kilo. Plus noch etwa, je nachdem, 5 bis 10 Kilogramm Rucksack, überall jede Steigung auf zu befördern. Das Storyboard ist etwa 5,2 Kilogramm schwer und mit 16 mm Dicke lässt sich es kaum von einem normalen Skateboard unterscheiden. Der Motor bringt das Storyboard in 4 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen auf etwa 30 km/h. Ich habe bei Story keine Informationen gefunden über Wasserabweisung oder Wasserdichte. Aber ich kann euch sagen, basierend auf meinen Erfahrungen, ist das Board schon sehr oft nicht nur nass geworden, sondern richtig nass. Und das Board hat keinerlei Probleme gehabt. Storyboard gibt etwa 15 km Reichweite an. Nach meiner Erfahrung ist die reelle Reichweite, je nach Steigungen, die man dazwischen hat, irgendwo zwischen 10 und 12 km. Wenn die Temperaturen runtergehen, bis auf 0 Grad oder drunter, wie die letzten 4 Wochen, dann geht auch die Reichweite retour auf etwa 7-8 Kilometer. Wie wird das Storyboard bedient? Es gibt eine Fernbedienung. Die Fernbedienung funktioniert mit Induktion. Das heisst, wir legen die drauf aufs Board und das Board schaltet sich ein. Ihr könnt dann mit diesem Regler hier sowohl beschleunigen wie auch bremsen. Ein grünes Licht unten am Board zeigt euch, ob das Board eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. Wie nutze ich Storyboard? Ein Arbeitsweg ist bei mir ca. 6 km. Das heisst, pro Tag mache ich, je nachdem, was ich für andere Sachen noch unternehme, zwischen 12 und 15 km. Auf dem Hinweg habe ich praktisch keine Steigungen. Auf dem Rückweg geht es auch ab und zu einmal rauf. Und das geht mit der Batterieladung ohne Probleme. Wie lange braucht es zum Laden? Es ist relativ schnell geladen, bis etwa 90%. Ich würde sagen, ungefähr 45 Minuten. Die letzten 10% gehen entsprechend sehr lang. Aber mit 90% kommen wir schon relativ weit. Was schön ist, ist, dass das Board eine Energierückgewinnung hat. Das heisst, wenn ihr abwärts fahrt und leicht bremsen mit der Fernbedienung, wird das Board automatisch wieder aufgeladen. Das heisst, je nachdem, wie schwer das sind, je nachdem, wie lang das abwärts geht, habt ihr dann plötzlich wieder 10, 20 oder 30% Akku mehr, als wo ihr gestartet sind. Wie geübt muss man sein, um ein elektrisches Skateboard zu fahren? Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Ich bin als Bub sehr viel Skateboard gefahren. Ich habe jetzt 20 Jahre oder fast 20 Jahre Pause gehabt. Und ich glaube, es ist mit Skateboard fahren wie mit Velo fahren. Habe es mal gelernt, verlernt man es nicht. Das heisst, ich hatte eine sehr kurze Zeit von ein paar Stunden gehabt und ich habe mich wieder pudelwohl gefühlt auf einem Skateboard oder Longboard. Ich würde ja gerne ein Video machen, wie man das lernt mit der Natascha zusammen, die noch nie ein Skateboard gefahren ist. Wie lange geht es, ist es möglich etc. Aber sie weigert sich noch standhaft, das Video mit mir zu machen. Wenn ihr wollt, dass das Video kommt, dann übt doch ein bisschen Druck aus. Gebt unten einen Kommentar, dass das eine super Idee ist. Zurück zum Thema. Wie robust ist das Board? Ich würde sagen, es ist extrem robust, basierend auf den 350 km, die ich mit dem Board gefahren bin. Ich habe letzte Woche dem Sam Schäffer geschrieben. Sam ist auch ein YouTuber und Snapchatter und Journalist. Ich habe auf Snapchat gesehen, wie er mit seinem Skateboard, mit einem normalen Skateboard im Regen fährt und habe gefragt, wie entscheidest du am Morgen, ob du das Boosterboard nimmst oder das Skateboard? Und er hat nur zurückgeschrieben, es regnet. Das heisst, er hat kein Vertrauen in sein Board,
dass es auch bei Regen durchhält. Ich bin mit dem Board 350 km gefahren, im Regen, im Schnee, über Schwellen drüber. Es hat Schläge bekommen, ohne jedes Problem. Das heisst, das Board ist sehr tough. Auch Kopfsteinpflaster nehme ich ab und zu in Bern mit. Ich versuche es aber, wenn immer wie möglich, zu vermeiden, weil die Schläge sind heftig und das Board hat relativ wenig Flex, dadurch, dass es aus Carbon besteht. Ich würde es nicht empfehlen. Was ihr beachten müsst, ist, wenn es nass ist, habt ihr keinen Grip mehr. Das heisst, ihr könnt langsamer beschleunigen und ihr könnt auch langsamer bremsen. Heisst, ihr müsst langsamer fahren. Dann habt ihr überhaupt kein Problem. Was ich nicht empfehlen würde, ist, in Schnee und Salz zu fahren, wie das Board vor der Rosten. Ist logisch, das Board ist nicht für das gemacht und darum ist es auch absolut okay. Wo kann man Starryboard kaufen? Ich habe es aktuell bei Mano gefunden und bei Sirup. Ich tue das unten in der Beschreibung verlinken. Gut, das war es eigentlich schon gewesen. Habe ich irgendeine Frage, die ihr habt, zum Board nicht beantwortet, schreibt es doch unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte ein Like und wenn ihr noch nicht abonniert habt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, klickt hier, wo der Abonnierknopf auch immer an ist, auf Abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Hey du, ja du, hast du schon abonniert? Noch nicht? Dann klick da oben auf Abonnieren und auch noch gerade auf Glocke, dann bleibst du up to date, was bei mir auf dem Kanal läuft.